Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Thema Bring Your Own Device, BYOD, Studierende online aktivieren. Ich spreche über das Thema, weil ich in der Hochschuldidaktik der Uni Bayreuth beschäftigt bin und viele, viele Seminare schon zu diesem Thema gegeben habe und ein paar Kerninformationen mitgeben möchte. Wir beginnen bei den Grundlagen, bei dem, von denen wir ausgehen, und zwar, wie lernen wir? Und das ist jetzt natürlich keine Überraschung. Wir lernen, indem wir Informationen aufnehmen über manche Sinne, das Lesen, Hören, Sehen und Anfassen. Und in der Lehre wollen wir Studierende häufig dann dazu bringen, dass sie im nächsten Schritt Informationen wiedergeben. Und das ist dann häufig die Tätigkeit des Schreibens, des Sprechens und Erklärens, manchmal auch des Zeigens oder des Bewegens, vielleicht an Maschinen, wir denken mal an Laborpraktika oder Ähnliches. Und zwischen der Aufnahme und der Wiedergabe, da passieren ganz wesentliche Dinge, nämlich Studierende verarbeiten diese Informationen, indem sie drüber nachdenken und vielleicht dann eben als Resultat davon etwas klicken, etwas schreiben. Und dafür können wir die mobilen Endgeräte unserer Studierenden sehr, sehr gut einsetzen. Denn sie helfen uns in vielen Situationen, Interaktionen zu vereinfachen. Insbesondere in kleinen oder auch sehr, sehr großen Gruppen können wir die Rückmeldungen von Studierenden kanalisieren, das heißt auf einen Kanal bringen. Und der ist in diesem Fall der einfachste, nonverbal. Verbale Kommunikation braucht nämlich viel mehr Zeit. Nonverbal ist zeitlich effektiver quasi. Und ein wichtiger Faktor davon ist die Anonymität. Studierende können sicher sein, ich weiß nicht, wer was falsch gesagt hat. Und deswegen vermute ich, dass sie ehrlicher antworten werden. Und die Systeme, mit denen wir damit arbeiten, sind die bekannten Pingo, Kahoot, Mentimeter oder eben CRS als Kurzform davon. Das war der eine Teil für die Einzelnen. Wenn wir an Teamwork oder an Gruppenarbeiten denken, da haben wir einen ganz wesentlichen Vorteil. Studierende können gemeinsam visualisieren und dadurch können wir vielleicht ein demokratischeres Vorgehen erreichen, weil also mehrere mitmachen können, gleichzeitig arbeiten können. Dadurch, durch das Digitale, können wir häufig sehr viel flexibler arbeiten, weil die Materialien weiterverwendbar sind. Also ein Text ist kopier- und woanders hin einfügbar. Und das ist auch vor allem dann wichtig, wenn wir hybrid arbeiten müssen, wenn also eine Gruppe der Studierenden zu Hause sitzt oder im Homeoffice ist und die andere bei uns vor Ort. Es geht also beides gleichzeitig. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Chance für digital gestützte Zusammenarbeit, was wir auch in Zukunft noch weiter viel, viel stärker brauchen werden. Die Tools dazu sind bekannt. Hier stehen sie einmal kurz. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für uns in der Didaktik oder in der Lehre? Und deswegen sind für mich die Implikationen für die Praxis, die man da kurz nicht sehen konnte, dass wir, wenn wir so etwas planen, und wir brauchen sehr viel Planung für so etwas, versuchen sollten, dass das Ganze sinnvoll eingebunden wird mit einem möglichst hohen didaktischen Nutzen. Also einfach nur ein Kahoot machen, wenn man es so macht, ist nicht der richtige Ansatz, sondern eben von einem Ziel ausgehend. Gerade eben, wie ich schon erwähnt hatte, in der hybriden Lehre, die Folien sind ein bisschen langsamer als 20 Sekunden oder stocken gerade. Es fehlt Text. Ich rede weiter. Gerade in der hybriden Lehre, wie ich eben schon erwähnt habe, sind nicht alle Studierenden im Raum, sondern vielleicht nur die Hälfte. Und ich habe mehr Zeit, das ist gut. Da ist es jetzt endlich. Und der Vorteil davon ist, wir können alle einbinden. Wenn wir das wollen, müssen wir Studierende dazu anleiten, das wirklich zu tun. Wir müssen also ganz klar begründen, warum setze ich jetzt dieses Tool ein und wie können wir es benutzen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit von uns in der Lehre. Als Voraussetzung dafür brauchen wir relativ viele Ressourcen, die für die viele ganz selbstverständlich sind, es aber tatsächlich nicht sind. Nämlich schneller Internetzugang und WLAN für alle, die im Raum sind und viele Hardware-Ressourcen der Studierenden. Da das also verschieden ist, sollten wir möglichst mit Browsern arbeiten, denn dadurch erreichen wir eine größere Plattformunabhängigkeit.
Auch müssen wir daran denken, dass nicht alle Studierenden normal sehen oder lesen können, also vor allem sehen können. Wir müssen also darauf achten, dass alles gut lesbar ist. Aber da sind digitale Ressourcen besonders gut, weil man sich die Geräte auch wirklich vor die Augen halten kann. Datenschutz gilt hier das Gleiche, ist natürlich total notwendig, damit nicht Falsches in die falschen Hände gerät. Ganz zum Schluss muss der Nutzen den Aufwand überwiegen. Das heißt, wir haben aktive Studierende, die sich stark beteiligen und im besten Falle sich mit dem Lernmaterial aktiv auseinandersetzen. Und gleichzeitig üben wir damit moderne Arbeitsformen, denn auf dem Arbeitsmarkt ist genau das das Normale und der Standard. Der Aufwand für uns ist aber enorm im Vorfeld, wenn man es zum ersten Mal macht. Und das muss man berücksichtigen. Es braucht viel Zeit, Übung, ein bisschen Geld vielleicht und auch in der Lehrveranstaltung Zeit, die man in dem Setting, wo man sich trifft, nutzen kann. Ich danke fürs Zuhören und hoffe, einige Impulse gegeben zu haben.